Schnibbel die Shop und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem FC Everton. Ihr habt ja gesehen, am Wochenende kam ja auch Counter-Strike. Das kommt ja, glaube ich, gar nicht mehr so gut an gerade. Ich bin am Überlegen, das ist viel Arbeit für mich, ob ich das sich mal für eine Woche beziehungsweise mal streiche und das umüberlege, was das angeht, was Projekte angeht. Egal. Das tut nichts zur Sache. Es ist natürlich eine Sache gewesen, dass hier Werder Bremen gegen Hamburg gespielt hat und es stand nicht 2-1 zu Werder Bremen, wie mein Kollege mir geschrieben hat. Es stand 2-1 für Hamburg, verdammt ich noch. Schlecht für Bremen, gut für die Hamburger. Ich glaube, die müssten jetzt den Klassenerhalt safe haben. Meine ich. So, Besic darf natürlich wieder ran. Wir haben mal den Besic. Besic und letzten hinten und dann auf der Bank einen Platz. Tosu und ich mache eine fixe Doppelaufnahme. Wir können mit den sonstigen mit der AF spielen, was richtig awesome ist. Obwohl die sich ja richtig durchgeprügelt haben in den letzten beiden Ligaspielen. 13 Tore geschossen in den letzten zwei Ligaspielen. Das ist echt eine Marke. Das gab's noch nie. Wir springen rein in die Partie. Europa League, drittes Spiel, zweites Heimspiel für uns. Der erste FC Köln bei uns zu Gast im Goodison Park. Köln vielleicht der stärkste Gegner. Müsste eigentlich auch. Twente Enschede ist kein schlechter. Kölner. Ja. 4 Punkte. Twente Enschede, 2 Spiele, 2 Niederlagen eingefahren. Kölner, ein Unentschieden gegen die Grasshoppers und dann hier einen Sieg eingefahren gegen Twente. Wir mit der fast A11 bis auf 2 Sechser, die rausrotiert sind, Spieler im Fokus. Dreierpack für Depay, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Depay hat nur im letzten Spiel 3 Tore gemacht und davor 2. Also 5 Tore in 2 Spielen. Depay ist on fire. Traoré, Torvorlagengeber schlechthin. Wir lassen ihn aufblühen. So viel steht zumindest in der Vita des Mannes. Richtig geil. Das war dann schon wieder gefühlt fast rum. Also viel Arbeit. Also wir haben jetzt Samstag Mittag bei mir. Fußball-Bundesliga beginnt genau dann, wenn hier das rum ist. Die schaue ich mir dann mit meiner Freundin an. Und dann ist auch schon quasi Sonntag. Bin dann Wochenende immer bei meiner Freundin. Dann ist eigentlich auch zu Ende. Köln hier. Kölns Aufstellung mit Sörensen, Heinz, Hector, Baumgartlinger, Klaasen, Nagasawa ist ein guter. Hatten wir auch schon mal. Modest und Ezekiel vorne. Timo Horn, Olkowski. Ja. Ist ein okayer Kader, damit in die Europa League reinzukriegen, ist schon geil. Ich glaube, wir könnten in der Europa League nach der Gruppenphase auf 1860 treffen, wenn die denn die Gruppenphase überstehen irgendwie. Muss natürlich sagen, die haben eine starke Gruppe eigentlich, mehr oder weniger. Eigentlich haben sie gar keine so starke Gruppe. Stones, unser Abwehrchef. Letzten, das erste Mal jetzt wir am Ball. Und das geht auch direkt relativ schnell. Kein Foul. Holgate. Deofiu. Traoré. Traoré! Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Genauigkeit am Ball und dann bums, der den einfach unter die Latte. Ging fix, das ging schnell, das war stark gespielt. Bertrand Traoré ist auch on fire, blüht bei uns auf. Top-Transfer gewesen, für die 19 Millionen kannst du keinen besseren kriegen. Köln natürlich auch kein dahergelaufener Gegner. Eigentlich die Kölner für uns immer ein problematischer Verein. Aber die wollen ja heute Punkte mitnehmen und dementsprechend spielen die natürlich offensiv gegen den FC Everton, der sich hier easy peasy den Ball erkämpft. Mastur! Wow. Technisch gut, sieht anders aus. Depay. Ja, war klar. Ich habe mich gerade gefragt, warum der Mastur bekommen hat. Also eigentlich habe ich gedacht, ja gut, ist kein Abseitsschiedsrichter, pfeift nicht. Kann ja noch weiterspielen. Ballannahme war gut. Letzten Mastur, wow. Zum Gegenspieler. Insua.
Stones, letzten Diofiu auf Ibrahima Traoré. Und da geht er durch. Insua legt den Ball runter auf Holgate. Wir machen das Spiel halt immer wieder schnell. Das ist halt ziemlich cool bei uns. Wir sind wirklich der Verein. Abseits. Jetzt wäre er da nicht hingegangen. FIFA, deine Engine ist für den Arsch. Also das zumindest. Das, wenn das raus ist, dann gibt es eigentlich gar nicht so viele Aufreger. Besic. Ha, Köln, teilweise im Glück, teilweise verstolpern wir halt dann unsere guten Chancen, die wir dann doch haben. Ein bisschen selbst, wird nur ein bisschen grünäugig. Memphis Depay. Der Eingang wäre Lino ein bisschen zu langsam. Hat gesehen, war sie nicht sicher, gehe ich da raus, tue ich das nicht. Leno ein bisschen spät gezündet. Abseits. Bin noch gar nicht dran gegangen. Bin noch direkt vom Ball weggegangen, hätten noch einfach dann den Ball aufnehmen können und weiterspielen. Sollen sich mal nicht gleich Besic, beschissene Ballannahme. Wow. Moa auch eher mit einem Fehler als mit was Gutem. Wow. Mastur, du spielst scheiße, das ist dir bewusst, ja? Beste Aktion von Mastur in der Partie. Depay ist Pass, aber auch voll für den Arsch. Genauso wie Besic. Ich wechsle, also mir gefällt das gar nicht. Besic spielt schlecht. Mastur spielt auch schlecht. Tosun ist die logische Konsequenz. Der Sturm funktioniert. Die Offensive macht viel Action. Ja, da konnte aber Besic ausnahmsweise mal wenig für. Ansonsten, ja, eine Partie, die halt wieder aufzeigt, was uns fehlt. Eine gute 10. Dave Noor könnte das werden, wirklich könnte der. Letzten hier mal ein bisschen. Mal ein bisschen was zeigen will. Besic, keine gute Ballannahme. Alter, treten, treten, treten. Die Pässe sind nicht gut. Man, viele Fehlpässe. Die drei im Mittelfeld, die machen das noch nicht gut. Da fehlt dann wirklich ein Berardi. Auch ein Besic hier in der Partie. Weit unter seinen Möglichkeiten. Mastur immer viel zu... Ja, wenn Holgate ein guter Spieler wäre... hat Leno. Aber selbst wenn Stones Traoré kein Abseits auf Diofiu.
können nur faulen hier, ne, in der Partie. Mastur ist einfach total scheiße. Er hat's jetzt genug gezeigt. Ist gut. Reicht. Mastur war halt ein bisschen Fehler. Der kann halt schießen aus der Distanz. Aber spielerisch fehlt ihm dann an allen Ecken und Enden was. Und läuferisch hält er das auch nicht durch. Aber Köln macht das auch besser als die Premier League Clubs. Halbzeit, Mastur bleibt auf der Bank. Wir haben gut angefangen und dann stark abgebaut. Mastur geht raus. Besic ist auch sehr, sehr schwach in der Partie drin. Noah kommt halt rein und Tosun. Da werden zwei der drei Mittelfeldspieler getauscht bei uns. Einmal applaudieren. Ono Tosun, Dave Noah sind drin in der Partie für Besic und Harry Mastur. Mastur auf Noah. Die Idee dahinter war eine richtig gute. Diofiu, ah, merkst du an. Diofiu. Depay. Wow. Traoré eigentlich gut gestanden. Und dann macht er aber den Schritt, der da nicht mehr zu halten ist für uns. Dave Noah schön auf Depay. Depay! Gute Parade von Timo Horn. Aber auch mal eine gute Aktion von Depay, der in dieser Partie noch nicht so viel gezeigt hat. Er hat einmal gerade nochmal Gummi gegeben hat. Das war mal eine geile einstudierte Kack-Variante. Keine gute Ballannahme. Insua regelt durch gutes Stellungsspiel. Noah, schlechter Ball von Stones. Foul. Insua. Kriegt den Ball nicht angenommen. Tja, Traoré ist der Nächste, der halt rausgeht. Und dafür kommt dann halt Politano rein. Politano geht auf links, Depay geht in die Mitte. Köln ist defensiv einfach stärker als unsere anderen Gegner. Noah ist nicht so schnell, wie ich gehofft habe, dass er ist. Foul. Wieder einmal. Die Kölner wissen sich immer damit zu behelfen. Hector verliert den Zweikampf, gewinnt ihn erst. Dave Noah holt sich dann den Ball zurück. Letzten, nein, das ist genauso, wie ich gewollt habe. Tosun. Noah. Ganz, ganz stark verteidigt. Und Insua hier einfach mit dem Ball rausklären. Und der geht übrigens ins Abseits, glaube ich, der Ball. Politano auf Depay. Ziehen sich direkt immer alle zurück, sobald die Kölner am Ballbesitz sind. Fällt mir gar nicht. Schlecht gespielt. Holgert kann nichts mit Ball.
Ja, wir müssen hier nochmal wirklich Gas geben. Ipai auf die Ufiu. Gute Grätsche. Einfach den Spieler erwischt statt den Ball. Die Grätsche war wichtig, damit die da nicht durchkommen. Das Spiel ist echt total langweilig geworden. Wir haben stark begonnen und super schnell, super hart abgebaut. Wow! Mit solchen Dingern machst du halt niemanden Angst. Schlechter Ball von Leno. Bist so ein Opfer, Moa. Also er kann natürlich relativ wenig dafür, weil die Engine das macht, aber es regt mich halt trotzdem auf. Letzten ganz, ganz schlecht ausgesehen in der Aktion. Bleibt dabei, wir sind am richtig hart abgebaut. Der Ball musste ins Abseits gehen, so lächerlich FIFA für das. Drei Viertel aller Pässe sind im Abseits gelandet. Ich konnte keinen guten Ball da spielen, wieder im Abseits gelandet. Das Spiel meint wieder, ich muss den Ball ins Abseits verfahren. Tosun könnte hier für Rot kriegen. Das war eine böse Grätsche. Ich wollte den Ball grätschen. Tosun hat das nicht gemacht. Glatte rote Karte. Passiert. Er hätte die Bewegung anders machen müssen. Die Bewegung ging nur in die Beine. Das ist jetzt nochmal spannend, weil wir zu dumm sind, um hier irgendwas mal richtig zu machen. Vorbei! Everton gewinnt 1:0. Nur nicht gut, aber wir gewinnen. Wunderschön zu trinken. Wir haben mal wieder einen Blitzstart hingelegt. Das ist für unseren Verein ja typisch. Momentan. 6. Minute direkt geknallt. Und das war's dann auch. Die beiden Sechser haben nicht funktioniert. Heute. Das heißt nicht, dass sie es nicht können, aber die haben nicht funktioniert. Tauri macht's dann halt wirklich selbst hier. Kann man schon mal machen. Kölns größte Chance durch Ezekiel. Aber Karten gab es genug. War ein sehr unfaires Spiel. Viele Grätschen, auch von uns. Traurig, er kann sich aber auch durchtanken. Richtig genial. Dann der Pass, auch voll genial gewesen. Depay hier, Riesenparade. Ja, Noah gewinnt den Zweikampf, Hector rutscht doch mal rein.
Und das hier ist die rote. Ich wollte den Ball grätschen, das Spiel irgendwie nicht. Dann ist am Ende alles vorbei. Diulufeu, gut gespielt, Traoré auch. Besic, Mastur waren schwach, Tosun, ja, durch die rote Karte, Politano nichts bewirkt, Mohr hinten leider auch heute schwach gewesen, hat keine Impulse nach vorne gesetzt. Und das war's dann auch schon bei uns. Im Endeffekt war ja nur wichtig, dass wir gewinnen. Oh, die Pai möchte eine Pause. Drei Spieler direkt hintereinander sind wohl doch nicht das Wahre. Und deswegen, wenn wir hier einmal kurz durchblicken, werde ich mich an dieser Stelle dann schon von euch verabschieden. Das war FIFA 16. Mal gucken, Bom Milan hier dabei. Mit Milan Nefkara, FIFA 16 im Karrieremodus. Man City hier vorne. Everton gar keine Punkte. Red Bull Salzburg, typisch für Red Bull. Arsenals. Everton Köln. Die Grasshoppers und Twente spielen unentschieden gegeneinander. Valencia. Dortmund in Gruppe L. Interessant, Dortmund noch dabei. Dortmund und Bremen hier. So. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns morgen wieder, dann gegen Swansea City. Bis dahin, haut's rein, Leute. Ciao, ciao!